I only get my haircut once a year and they call. Ich bin heute in Rastorf, wo eine politische Weltkarriere startete, die ihresgleichen sucht. Die Rede ist von Hubert Aiwanger oder wie Freunde ihn nennen, der Aiwanger Hubert. Und wo ist der jetzt? Der ist in München. Und was machen wir dann hier? Oh, Freunde, bitte. Ja, hallo, servus. Hallo, freut mich. Herzlich willkommen im Wirtschaftsministerium. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Freut mich, dass Sie da sind. Politiker wie Sie findet man ja heutzutage gar nicht mehr. Sind Sie sowas wie der Yeti der Politik? Man wird da dann gerne auf das Ländliche reduziert, mit bäuerlichem Hintergrund. Da schaut man gerne von oben runter. Aber ich glaube, dass mir das eine ganz gute Erdung gegeben hat, von klein auf am Bauernhof mitzuarbeiten, mit Tieren umzugehen, Verantwortung zu übernehmen. Auch am Sonntagvormittag, wenn andere ausschlafen konnten, musstest du dich um die Tiere kümmern und musst eben alles zu Ende denken. Und das hat mich eigentlich fürs Leben geprägt. Volksnah, noch nicht so. Ich sag mal, wenn ich mir Herrn Söder angucke, der seine Instagram-Posts alle durchplant. Ja, ich mache auch meine Instagram-Posts und man hofft natürlich bei jedem Post, dass man irgendwo eine vernünftige Reaktion hat. Was glauben Sie, warum sind Politiker wie Sie seltener geworden? Ja, weil es immer schwerer ist, mit Ecken und Kanten und mit eigener Meinung in einer Mainstream-Welt zu überleben politisch, weil man immer mehr beschossen wird, wenn man ein bisschen aus der Reihe tanzt. Die Freien Wähler stehen in aktuellen Umfragen bei 5%. Das heißt, sie vereinen das Talent der SPD, von Regierungsarbeit nicht zu profitieren, mit den Umfragewerten der FDP. Herzlichen Glückwunsch. Unsere Stärke ist natürlich, kurz vor der Wahl wieder mit unseren regionalen Schwergewichten ins Spiel zu kommen. Dann wird man wieder gewählt. Also die Basis ist gesund, aber die große bundespolitische Bühne haben wir eben noch nicht, mit Ausnahme von heute eben. Jetzt geht's steil bergauf. Ich hoffe. Man sagt ja oft, dass die Stellvertreter die wahren Strategen hinter ihren Chefs sind. Kann man sagen, sie sind das Hirn von Markus Söder? Zumindest ein bisschen als ein schlechtes Gewissen. Also ich schaue über die Dinge alle nochmal drüber und hole viele Dinge dann doch wieder runter auf den Boden der Tatsachen und sage, bitte denkt da nochmal drüber nach. Zu Ende gedacht hat das andere Wirkungen. Also er ist häufig vielleicht etwas impulsiver und ich bin vielleicht ein bisschen da das ausgleichen bodenständige Element. Ich habe noch ein Best auf Ihre Aussagen vorbereitet. Ich bin überzeugt, Bayern und Deutschland wäre sicherer, wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche halten dürfte und haben dürfte. Und wir würden die Schwerkriminellen einsperren. Das war der richtige Weg. Ja, ja, ich hätte vielleicht noch einen Alternativvorschlag, dass wir das mit der Bewaffnung dieser einen Behörde überlassen, der Polizei. Das Taschenmesser an sich ist, glaube ich, nicht das böse Utensil. Bayern ist sicherer, wenn der Anständige ein Taschenmesser haben darf, aber der Unanständige ins Gefängnis kommt, der Kriminelle. Und nicht der Kriminelle mit 10 Straftaten und 10 Körperverletzungen frei rumläuft und man dem Opa sein Taschenmesser abnimmt, wo er zum Pilze sammeln gehen will. Das war die Aussage. Das ist natürlich auch eine Geschichte aus der Realität. Genau. Ja. Meine Damen und Herren, in meinen Augen soll niemand das Abitur bekommen, wenn er keinen Nagel in ein Brett schlagen kann. Würde ich nach wie vor unterschreiben. Wir haben ja deshalb auch mehr Praxisunterricht in Gymnasien eingeführt. Da bin ich mal gespannt, ob Sie auch einen Nagel in ein Brett schlagen können. Haben Sie noch einen? Ich habe natürlich noch mehr Nägel, ja. So, und dann gucken wir mal, ob ich das bayerische Abitur auch bestehe. Okay. Okay, also. Habe ich bayerisches Abitur? Sie sind brauchbar. Also, ich bin stolz auf Sie. Sie werden eingebürgert. Und alles, was ich dafür tun musste, war einen Nagel in ein Brett schlagen. Genau. So einfach kann es gehen. Also, ich bleibe hier und damit zurück ins Studio. Brrrr. Howdy, Leute. Ich wollte euch nur um ein kleines Abo bitten. Einfach anklicken. Macht's gut. Na los. Na los, du Scheißpferd. Hey!